Wir haben was Schönes vor. Ich interviewe dich nämlich zu einem wunderschönen Ritual, was ich selber tatsächlich noch gar nicht kannte und auch immer noch nicht so hundertprozentig verstanden habe. Deshalb ist es gut, dass ich dich jetzt fragen kann. Das Thema ist nämlich tatsächlich, wie können wir ehemalige Sexualpartner aus unserem weiblichen System quasi entfernen, aus dem Uterus rauslösen, glaube ich, heißt es fachlich richtig. Und das nennt sich Rekapitulationsritual. Habe ich es richtig gesagt? Ja. Super. Hervorragend. Aber warum beschäftigst du dich überhaupt mit sowas? Wer bist du überhaupt, dass du sowas Ich bin weißt? ich. Warum ich mich damit beschäftige? Also ja, ich bin Jessica Josiger und ich bin Schamanin und Traumafachberaterin. Und beschäftigen, warum ich das mache, weil es super wichtig ist. Also ich merke das immer wieder in Okay. meiner Arbeit, dass irgendwann an so der Punkt kommt, wo es wichtig ist, so die eigenen Energien, die überall verteilt sind, einzusammeln und irgendwie so ein, letztendlich läuft es immer wieder darauf hinaus, dass es dann ja genau bei den Frauen, die zu mir kommen, wo es dann auch um die Sexualität geht. Und die Sexualenergie ist ja nicht nur für den Sex da, sondern ja für alles im Leben. Das stimmt. Weil es ja letztendlich die Lebensenergie an sich ist. Und wenn die halt nicht frei fließen kann, weil irgendwelche Blockaden im Körper sind oder wir unsere Kraft irgendwo verteilt haben und Energie verteilt haben, dann Ja. kann das halt nicht immer frei fließen. Ja. Jetzt haben wir ja Schnittstellen in unserer Arbeit, ne? Genau. Fachberaterin auch, ich bin Traumatherapeutin, ich arbeite mit vielen Paaren, mit vielen Frauen, du hauptsächlich, glaube ich, tatsächlich mit auch vielen Frauen auf jeden Fall. Und gerade wenn es um den Bereich Trauma geht, dann gibt es da absolute Schnittstellen, dass natürlich Menschen, Frauen traumatisiert sind von ehemaligen Partnern, Vätern, Onkeln oder sonst. Klar sind auch Jungs oder Männer haben auch traumatische Geschichten, auch Missbrauchsgeschichten, keine Frage. Aber hier geht es tatsächlich ja um die Frau. Und ich habe auch schon häufiger erlebt, dass die Frauen natürlich Erinnerungen haben an diese sexuellen Übergriffe. Oder es müssen ja gar nicht mal sexuelle Übergriffe sein, sondern eben an Partner, mit denen sie aber eigentlich gar nicht mehr wirklich emotional verbunden sein wollen, aber die trotzdem irgendwie noch in ihrem System, ja, sich Hängen. aufhalten. Hat es damit was zu tun, dass du das da setzt, das Ritual an? Ja, also es ist so, dass letztendlich auf energetischer Ebene durch den Sex wie so eine Art energetisches Band zwischen Mann und Frau entsteht. Und das kannst du dir vorstellen wie so eine Art Nabelschnur. Und durch die nährt die Frau den Mann energetisch. Es Okay. ist an sich ein total natürlicher und gewollter Prozess, wenn aber halt eben Übergriffe sind oder die, also wie jetzt von den Missbrauchserfahrungen mal abgesehen, aber manchmal sind halt auch Beziehungen einfach vorbei und es ist ja, die wenigsten Frauen hatten ja nur einen Sexualpartner und die sind dann irgendwie, schwimmen die dann halt im System noch rum und es ist ja, das kennst du ja wahrscheinlich auch aus deiner Arbeit, dass ja sämtliche Erlebnisse im Zellgedächtnis gespeichert werden. Ja. Und das ist halt da in dem Fall genauso. Und das ist halt so ein uraltes Ritual, wo man das alles herauslösen kann. Ich habe das kennengelernt in meiner schamanischen Intensivweiterbildung. Das war Ende der 2000er Jahre. Und was ich in den Jahren danach, also mein Lehrer hat damals zum Beispiel erzählt, dass der vom Fall von einer Klientin, die er hatte, oder beziehungsweise ein Paar, und der ist, die hat ein Kind bekommen und das Kind sah halt aus wie die erste große Liebe dieser Frau. Und der Kindsvater hat die Vaterschaft angezweifelt und rein genetisch, biologisch war er aber der Vater, die ist nie fremdgegangen. Aber energetisch war die erste große Liebe noch so im System drin. Und ihr Wunsch, ihr innerer Wunsch war so stark, mit dem früher mal eine Familie gehabt zu haben, dass das Kind dann halt äußere Erscheinungsmerkmale hatte von dem diesen Menschen, der die erste große Liebe war. Ernsthaft? Ja.
Und solche Sachen können halt eben auch passieren. Also es ist ja nicht nur das traumatische Erleben und wie tief halt eben Sexualpartner oder Erinnerungen in unserem System festhängen, hat ja nicht was damit zu tun, ob das jetzt ein schlimmes, traumatisches Erlebnis gewesen ist, sondern letztendlich ja die Stärke der Emotion, die Intention. Und irgendwie so eine erste große Liebe oder ein, an dem man noch so, ach, das war so ein richtig toller und schade, dass das nicht hingehauen hat. So, das kann ja auch noch ganz tief drin hängen. Und er hat uns halt erzählt, dass es dieses Ritual gibt, es auch in diesen alten Schriften wird davon geredet. Aber mir ist halt aufgefallen, dass in der Öffentlichkeit keiner darüber spricht, wie Frau das Ritual durchführen kann, sondern das. Da musst du ein Seminar buchen, da musst du dann halt zu so einem Eingeweihten gehen, der das für dich macht. Und in der spirituellen Szene wird nicht alle, aber viele ist dann halt auch so ein bisschen was auch, naja, so die letzten Jahrhunderte gemacht wurde, dieses, wenn du jetzt achte, also so ein Spiel von Schuld und Angst gespielt wurde von hier, du bist eine ganz schlechte Frau, wenn du das jetzt nicht löst. Und dann musst du jetzt hier so ein bisschen moderner Ablasshandel. Aber ich fand das halt, ich finde es blöd. Okay. Also, Weil ich der Meinung bin, dass jede Frau für sich selber selbstverantwortlich entscheiden kann, tue ich was oder tue ich das nicht. Und dieses Wissen, finde ich, ist so wichtig weiterzugeben. Und ich habe dann halt ja, letztendlich so ein relativ langes Workbook geschrieben. Ursprünglich sollte das nur ein Blogbeitrag werden und dann merkte ich, das wurde immer länger und immer länger. Und dann, okay, mache ich halt ein Freebie draus. Beziehungsweise war das Ludovicas Idee. ja, das war, habe Das, ich ja gesehen, ja. ja, genau. Um das halt die Hand zu geben, damit Frauen auch aufgeklärt werden und dann gucken können, mache ich das oder mache ich das nicht. Wenn jetzt jemand nicht so spirituell ist, ich sage schon, dass ich für, also ich halte mich für, ich empfinde mich als einen spirituellen Menschen und trotzdem habe ich mit manchen Sachen leichter irgendwie sofort eine Verbindung und bei manchen Sachen bin ich erstmal so, was wollen die denn jetzt von mir? Und das hier ist tatsächlich so ein Ding, dass das lese ich oder das höre ich und denke, ja, das hört sich total sinnvoll an. Aber in mir kommen ganz viele Fragen hoch. Ne? Auch Welche gerade denn zum so, Beispiel? ah, also es geht überhaupt nicht darum, dass ich in Abrede stelle, dass es Nee. funktioniert. Ne? Das mal ganz klar. Ich bin fest davon überzeugt, dass es funktioniert. Ja. Aber ich kann auch nicht umhin. Ich komme aus dem medizinischen Bereich, viele Jahre Krankenschwester in meinem ersten Leben gewesen. Und natürlich dieses Ding von, auch gerade bei dem Beispiel, was ich höre, spannend finde, ne? Wenn du sagst, also da hat eine Frau ein Kind bekommen, was halt ihrer ersten großen Liebe so ähnlich gesehen hat, da ist in meinem Kopf natürlich sofort drin, das geht nicht. Das Zellmaterial ist schön und gut, aber genetisch ist es einfach, es ist irgendwie nicht, für mich nicht machbar. Und trotzdem gibt es so eine kleine Stimme, die sagt, naja, aber wenn ich daran glaube, dass das alles in unseren Zellen abgespeichert wird, warum denn nicht? Ne, also das ist echt so ein Hin und Her. Ist es denn Naja. entscheidend, und das war meine Frage, ist es entscheidend, ob der Mann gekommen ist oder nicht? Also ist es entscheidend, ob sich quasi das Sperma durch meinen Körper irgendwie durchsetzt oder Die nicht? Frage wurde mir tatsächlich am Wochenende gestellt, ob es einen Unterschied macht, ob Sex mit Kondom oder ohne. So, das sind ja Fragen, die dann auch kommen und die gestellt werden dürfen. Also ich glaube, die Verbindung besteht trotzdem, was da passiert. Es geht halt nicht so, die Energie kann ja dann nicht so weit nach oben wandern. Also wenn man hier, wenn ich jetzt energetisch gucke, ist ja unser Körper besteht ja aus Chakren. Und die leitet ja dann nach oben. Und dann hängt das dann halt energetisch vielleicht nicht im Uterus oder in den Eierstöcken fest, sondern irgendwie geht dann bis. Also vom Gefühl her würde ich sagen, maximal bis zum Gebärmutterhals, dass die halt nicht so weit nach oben steigt, sondern dann eher da unten in dem Bereich festhängen bleibt. Also es macht schon einen Unterschied. Da ist aber die Stärke der Bindung ist tatsächlich unabhängig davon, ob der Mann gekommen ist oder nicht, sondern eher, welche Emotionen verbinde ich mit dem Mann. Sei es jetzt im besonders positiven oder eben im missbräuchlichen Sinne von Ekel und Abneigung. Und ich habe doch ja gesagt, obwohl ich eigentlich hinterher gemerkt habe, ich wollte das nicht. So, also da gibt es da ja ganz viele
Abstufung. Und es gibt ja super viele Frauen, die Sex haben und dann hinterher merken, wollten sie eigentlich nicht so richtig. So. Also geht es jetzt nicht um die zelluläre Weiterbildung des Ejakulats, sondern es geht um die Energie. Ja, genau. Also es ist halt letztendlich so ein Reinigungsritual auf energetischer Ebene. Okay. Und du sprichst auch von der Energie, die bei der Vereinigung quasi dann Ja, entsteht. genau. Aha, okay, das ist ja Also nochmal. das ist halt in dieser ganz feinstofflichen Ebene. Ja, aber das ist nochmal eine wichtige Trennung, finde ich. Ja. Das ist eine sehr wichtige Trennung, weil auch die nächste Frage war, was machen Prostituierte? Also inwieweit, dass er, ich habe viel mit Prostituierten gearbeitet, als ich noch Krankenschwester war, weil ich auf einer Hautstation gearbeitet habe und wir alle 3 Monate halt ins Bordell mussten, um Abstriche zu machen. Also ich habe damals tatsächlich so ein bisschen in diesen Bereich reinschnuppern dürfen. Und da war das auch häufiger Thema, dass bestimmte Freier immer irgendwie noch präsent waren, obwohl die schon lange vielleicht gar nicht mehr da waren, aber dass die Damen da manchmal erzählt haben, dass sie da noch Erinnerungen dran haben oder dass die immer wieder mal auftauchen oder es Vergleichsmomente gibt oder so. Und die haben in der Regel mit Kondom gearbeitet, ne? Wo ich schon auch dachte so, ja, okay. Das fiel mir auch ein, als ich das gelesen habe, wo ich dachte, okay, das macht für mich Sinn, wenn ich mir vorstelle, mit was für einer Energie ich auch vielleicht Genau. generell in diesen Akt so reingehe. Was vielleicht gut als Bild da passt, so das Kondom ist halt dann der Schutz auf der physischen Ebene. Und aber bevor es in die physische Materialisation kommt, ist ja vorher noch diese ganz feinstoffliche Ebene. Und die wird ja, also ganz viele sprechen ja von, dass wir ja auch unser Energiefeld reinigen sollen. Oder wenn du viel mit Menschen arbeitest und mit so Themen, ist ja auch so das Thema Selbstfürsorge, wo halt auch sowas dazugehört mit. Und das ist halt eben diese ganz feinstoffliche energetische Ebene. Ich sehe auch, es gucken Leute zu, wenn jemand Fragen hat. Ihr könnt das immer herzlich gerne natürlich hier auch Ja, in bitte. den Chat reinstellen, ne? Also wir beantworten oder im Hauptfall hier in dem Moment jetzt natürlich Jessica natürlich auch gerne eure Fragen. Also wenn ihr Fragen dazu habt, herzlich gerne immer schön hier reinschreiben. Ich gucke immer zwischendurch auch in den Chat rein. Das macht natürlich total Sinn. Okay, also es ist ein Reinigungsritual. Ja, genau, wenn du so willst, ja. Dann, wie geht es denn? Wie funktioniert das, Jessica? Wie mache ich das? Es ist letztendlich eine Form einer, vom Prinzip her, eine Form einer schamanischen Reise, wo Frau sich viel Zeit lassen darf. Ich hatte, glaube ich, in mein Workbook reingeschrieben, 1 bis 2 Stunden. Ich habe jetzt schon von Frauen gehört, bei denen, die haben sich wirklich 2, 3 Stunden, aber ganz bewusst Zeit genommen. Ich habe es so ein bisschen zweigeteilt. Ich kann auch gerne, wenn das für dich okay ist, den Link, wo die sich den runterladen können, wenn sie es haben wollen, drin. Also einmal so sich wirklich einen Moment Zeit nehmen und aufzuschreiben, welche Sexualpartner hatte ich überhaupt. Und dabei, wenn zum Beispiel Namen nicht einfallen, ist das okay. Es geht eher mehr darum, sich das wieder ins Bewusstsein zu rufen. Und beim Aufschreiben merkt man ja schon, fühle ich mich da irgendwie noch an den Mann gebunden oder auch nicht, kommen da Emotionen hoch. Und wenn da irgendwie, je stärker die Emotion ist, desto stärker ist die Bindung letztendlich noch zu dem Menschen. Also egal jetzt in welche Richtung. Aha. Es ist nicht Und entscheidend, ob das positiv oder negativ ist, sondern positiv. das spielt erstmal keine Rolle. Was ich wichtig finde, wenn Frauen wirklich irgendwie sexuelle Gewalterfahrungen haben, das irgendwie zwei zu teilen, damit dann nicht das im System durcheinander kommt, so dann so ein Durcheinander kommt von, oh, ich habe jetzt nur Scheißerfahrungen gemacht und alle Männer sind irgendwie doof, sondern dass dann so eine klare Trennung ist zwischen, ey, ich habe auch gute Erfahrungen gemacht. Das finde ich irgendwie immer wichtig, damit Ja. dann nicht so Verwirrung reinkommt. Okay. Und dann ist es ganz häufig so, dass dann letztendlich schon, wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetze, der Körper sich auf irgendeine Art und Weise meldet, dass dann vielleicht ein Ziehen irgendwo im Unterleib hochkommt, irgendwie so ein Schmerztrigger. Okay. Und der ist letztendlich
Ausgangspunkt der Reise, also wirklich hineinfühlen in diesen, also zum Beispiel in Ziehen im rechten Eierstock oder irgendwo im Unterleib, dann wirklich bewusst da hineinfühlen und dann innerlich so die Frage zu stellen, okay, was brauche ich, was braucht jetzt das System, dass der Schmerz sich lösen kann? Und dann können Erinnerungen hochsteigen, Bilder, die Männer, also häufig sind, geht das ist dann wirklich von der jetzt frischesten sexuellen Erfahrung bis zur jüngsten vorgeht. Wie so eine, du kannst dir das vorstellen, wie auf so einer Perlenschnur, auf so einer Perlenkette, wo das dann so rückwärts geht und dann jeweils die Energien und die eigene Seelenkraft, die Frau ja dann dort gelassen hat, zurückgeholt wird und wieder in das eigene Energiesystem eingespeist wird, so in etwa. Und wenn man nicht, wenn Frau jetzt da nicht spürt? Dann, ich hatte neulich eine, also. Es kann sein, dass unterschiedlich stark die Dinge gespürt werden, so dass halt auch Männer gibt, wo ganz viel ist und bei einem wieder überhaupt gar nichts. Wenn sie gar nichts spürt, dann kann, also es ist bisher noch nicht passiert, dass überhaupt nichts gekommen ist, wenn das so extrem ist. Ich habe jetzt einige Erfahrungsberichte reingekommen, so Ja, okay. und. Und ich selbst bin zum Beispiel auch zweimal durch dieses Ritual gegangen. Und beim zweiten Mal dann, das kann nämlich auch sein, dass man das machen kann, wenn dann noch Anteile zurückkommen. Okay. Dann macht das Sinn, weil dann geht es noch eine Schicht tiefer raus. Nach meiner Erfahrung ist, wenn dann so 0,0 Gefühl da ist für den Körper, das ist dann für mich dann eher ein Hinweis auf eine wirklich tiefere Abspaltung, also wirklich im traumatischen Sinne. Und dann da Frau auf sich hören und gucken, möchte ich da jetzt reingehen oder auch nicht, weil es weißt du ja selber durch deine Arbeit, das hat ja auch seinen guten Grund, wenn dann eben nichts da ist und kein Körpergefühl da ist. Aber in der Regel reagiert der Körper. Ja, das erlebe ich tatsächlich auch nicht so oft, aber manchmal, ne, dass auch wenn ich auch Meditation oder auch so Ja, anreise genau. mache mit Leuten, dass die sagen, ich spüre aber nichts. Oder ja, ist jetzt vielleicht warm oder mir ist ganz wohlig, aber mehr auch nicht. Das nicht, dass die nicht sagen können, oh ja, mein rechter Eierstock zieht jetzt. Nee, genau. Das kann ich aber auch nicht. Also, dass ich jetzt, oh, das ist jetzt mein rechter Eierstock, dann kann ich vielleicht sagen, ich spüre jetzt vielleicht irgendein Kribbeln oder ein Ziehen, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, oh, das ist mein rechter Eierstock. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es kann auch ein Kribbeln und Ziehen einfach im Unterleib sein, ohne dass das genau definiert werden muss. Aber in der Regel kommt irgendeine Reaktion des Körpers immer. Letztendlich kann man auch ins sozusagen Blaue hinein da reinreißen. Also dann eine andere Möglichkeit ist dann halt den Mann nehmen und sich den visualisieren und das dann rauslösen. Was aber für Frauen, also wenn man das sowas das erste Mal macht oder dann nicht viel erfahren drin ist in so schamanischen Reisen, so Körperreisen, wie auch immer, dann ist es immer leichter, denn Schmerzpunkt, einen Körpertrigger, irgendwas zu haben, als sozusagen Einstiegstor da reinzukommen. Weil dann nämlich auch nicht der Verstand dann reinkrätschen kann, sagen kann, das ist ja alles Quatsch und das funktioniert ja nicht und ich bin zu blöd und was da ja manchmal alles hochkommt. Sondern dann ist dann für den Verstand dann auch letztendlich so ein, eher so eine Art Beweis da, dass es eben funktioniert. Mir hilft dann immer ein bisschen die Gesichtsmimik auch zu, also wenn ich es mit jemandem zusammen mache, weil das ist Genau. dann entspannt. Ne? Manchmal gibt es dann eher so ein Runzeln oder man Ja, zieht genau. zusammen oder ach, es kommt doch eine Entspannung oder fast ein Lächeln oder so. Ne? Das, also das ist, finde ich manchmal dann, wo, wenn ich das dann kommentiere, ah ja, und dann ist es doch eher der Gedanke oder dann kann man vielleicht doch nochmal sagen, ach ja, stimmt, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, dann fühlt sich das nicht angenehm an. Ne? Also manchmal Genau. ist einfach das nur. Okay, also dann reisen die durch ihren Körper und dann? Und dann holen die, werden die durch ihren Körper reißen, sich diese Seelenkraft zurück, die dann wieder ins eigene System hineinkommt. Und das geht dann halt so lange, bis sie bei der, entweder irgendwann an einem Punkt kommen, wenn wir jetzt beim Beispiel wieder missbräuchliche Erfahrungen sind, wo dann halt das Trauma kommt und die Abspaltung noch da ist. Und dann dürfen sie auch einfach da aufhören an der Stelle. Da musst du nicht mit Biegen und Brechen durch. Oder wenn dann halt das eben einfach vollendet ist, dann kommt
wie bei einer Meditation kommst du dann selber wieder in den Körper an. So. Also das Ziel ist, du holst dir quasi die Energie, die in dem anderen noch quasi irgendwo Dann anhaftet, hängt. wieder zurück. Genau. Weil das ist so die letztendlich ein bisschen schamanische Kosmologie, dass du, dass wir ja im Laufe unseres Lebens mit jeder Begegnung, auch über den Tag verteilt, unsere Seelenkraft, Seelenanteile überall verstreut lassen. Das fängt schon damit an, wenn wir keine Ahnung, das ist nur mal ein gutes Beispiel. Wenn du lange auf der Autobahn unterwegs gewesen bist, dann zu Hause ankommst, du hast dann das Gefühl, du sitzt noch im Auto drin und dann irgendwie erst mal einen Moment brauchst. Das Ja. ist auch so eine Form von, da hängt noch ein Seelenanteil, aber bei einer, Urlaub auch. genau, Ja. oder beim, oder, aber letztendlich bei einem Trauma ist es genauso, da spaltet sich ja auch ein Anteil ab und der hängt dann entweder da noch drin fest oder ist in deinem Feld, aber nicht mit dem Körper verankert und das ist halt ähnlich. Und mit diesen schamanischen Reisen und auch mit diesem Ritual kannst du die halt wieder zu dir zurückholen, um letztendlich dann auch ganz zu werden ein Stück weit, also eben auf dieser Ebene. Aber warum heißt es dann Rekapitulation? Das weiß ich tatsächlich nicht. Das macht für mich null Sinn. Ich glaube, ich hänge mehr an diesem Begriff, der mir überhaupt nicht gefällt, als an. Er klingt sehr technisch, ja? Nein, Rekapitulation heißt für mich aufgeben. Und deshalb passt es überhaupt nicht für mich. Das ist ja nur meine Bedeutung. Okay, das ist ja spannend. Und es passt. Habe ich mir tatsächlich noch nie Gedanken darüber gemacht. Ich habe von Anfang an, wenn ich dich darüber reden höre, finde ich das toll. Und dann finde Ja. ich das auch super, Menschen anzubieten, wo ich denke, wow, ist so geil, ne, wieder in die eigene Kraft zu kommen, sich seine Kraft aus den anderen Anteilen zurückzuholen. Ja. Aber das Wort Rekapitulation hat für mich, das ist aufgeben. Was gebe ich denn auf? Oder das hat sowas für mich von, oh, gerade beim Traumabereich, das ist so wie als ja, ich ergebe mich. Und das ist was, wo ich sage so, oh. Das fühlt sich für mich ganz strange an. Okay, ich habe gerade mal gegoogelt, weil ich neugierig bin. Hier steht so, rekapitulieren heißt in zusammengefasster Form wiederholen, noch einmal zusammenfassen und sich noch einmal vergegenwärtigen. Okay. Spannend, ne? Wieso Und ich. das passt ja dann tatsächlich, weil du rufst es ja noch mal ins Ja. Gedächtnis, vergegenwärtigst das, um es dann aufzulösen. In Kriegszeiten, aus Kriegsfilmen, habe ich diesen Begriff, glaube ich, mitgenommen. Wir rekapitulieren. Ist doch aber ein anderes Wort gewesen. Bestimmt sogar. Aber wie? Ich komme nicht drauf. Es siehst du, das ist ja spannend. Ich gucke nämlich jetzt hier, Rekapitulation heißt Zusammenfassung, spätlateinisch. Kapituliere, wir rekap. Ich weiß nicht, warum ich diesen Begriff so, keine Ahnung, vielleicht kann das irgendwann nochmal jemand auflösen, aber ich hatte das von Anfang an und kriege auch nicht das andere Wort hin. Wenn sich irgendeine beim, ich habe so, Ich ja, weiß, was du meinst, aber mir fällt das Wort gerade nicht ein. ne, die geben auf. Also wenn, Ja. ja, wie nennt man das denn? Egal, müssen wir jetzt nicht auflösen, aber das. Wir können es ja auflösen. Ich weiß, was du meinst. Da gibt es so einen quasi lateinischen Fachbegriff. Naja, also die Mannschaft ergibt sich oder hält die Flaggen hoch und sagt, okay, wir geben auf. Und das habe ich von Anfang an mit diesem Wort verknüpft. Aber das ist ja Spannend. nur meins. Aber Gott sei Dank, wenn ich dich ja erinnere oder als ich das Workbook auch gelesen habe, deshalb war ich so neugierig, wo ich gedacht habe, nee, wenn du darüber redest, hört sich's ja total griffig an. Und ich dachte, irgendwas passt doch in meinem System nicht, warum ich mit diesem Wort Das ist so. sehr spannend. Absolut. Ja, absolut. Sehr cool. Aber gut, dass man das auf, dass ich es jetzt weiß, wo ich sage, okay, Griff an. Nee, mit Aufgeben hat es tatsächlich gar nichts zu tun, sondern eher so eine ganz tiefe Reinigung. Super spannend, super spannend. Ja, gut, dass wir das auch geklärt haben. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, ganz häufig, was Menschen unter bestimmten Wörtern verstehen, habe ich schon häufiger die Erfahrung gemacht, dass man auch diese Wörter, die man benutzt, tatsächlich nochmal für sich selber erklären darf, was man selber darunter versteht. Also das ist sehr, sehr spannend. Das muss ich nochmal für mich nachforschen, was ich dafür, warum ich da irgendwie so einen falschen Zusammenhang habe. Okay, das. Genau, aber dieses Wort an sich, das ist keine Erfindung von mir, sondern dieses Ritual. Das Okay, super. Sehr gut.
Und das Ziel ist reinigen, die Energie wieder zu sich zu holen, um quasi dann auch neu aufgestellt zu sein, vielleicht für, ja, für was Neues, also für einen neuen Genau. Partner, wie auch immer. Und der ist dann quasi ohne alte Anhaftungen, dass ich das. Ja, auch letztendlich für sich selber. Also ich würde das immer vor allen Dingen für mich machen und nicht für einen Mann. Also weil das hat sowas. Eine Kundin hat mir das irgendwie berichtet, sagte so, ja, ich kriege jetzt meine Unschuld wieder. Also so auf einer ganz tiefen Ebene. So, ich kriege meine Unschuld zurückgeschenkt, weil das für sie sowas Wow. auch heiliges Heilendes hatte, so ganz in der Tiefe. Das ist sehr tief. Ja, schön. Super schön. Also diese Vorstellung von, da schwemmt irgendwie so energetisch was raus und das löst sich, die finde ich auch wirklich wunderschön. Die finde ich auch richtig hilfreich und das finde ich, dürften viel mehr Frauen für sich auch. Auch Männer können das ja im Prinzip auch machen. Also, warum ist Genau. Frauen eigentlich nur hauptsächlich? Also Männer können das auch machen, nur bei Männern speichern sich diese Verbindung nicht im Sakralchakra ab, sondern eben im Herzchakra. Das hat was damit zu tun, dass bei Männern der gebende und der empfangende Pol andersrum ist wie bei Frauen. So, das heißt, bei denen sind die Verletzungen im Herzbereich und Frauen, also Männer fühlen sozusagen auf der Herzebene und bei Frauen ist es im Sakralchakra. Es gab auch einen Mann, der hat das runtergeladen für seine Frau und hat das geteilt. Das fand ich irgendwie total schön, weil er sagt, er interessiert sich total dafür und er findet das super wichtig und wollte das gern für seine Frau haben. Wann hat sie es gemacht, weißt du es? Nee, da habe ich keine Rückmeldung bekommen. Na, schade, okay. Ja, sehr, sehr spannend. Also das ist sowieso nochmal so ein, ja, so ein Abschließen, wenn irgendwie was, eine Partnerschaft zu Ende gegangen ist oder auch nicht. Also auch immer, das kann man ja auch machen, wenn man auch ohne Partnerschaft ist, ist ja vollkommen egal. Ja, oder auch wenn du in aktueller Partnerschaft bist, kann das auch noch mal ganz viel. Also es wurde ich nämlich auch gefragt, kann ich das mit meinem aktuellen Partner machen, den herauslösen? Ja, das geht auch. Also weil letztendlich auch durch diese Verbindung gerade in. Also es ist ja beziehungstechnisch, das weißt du ja noch besser als ich, ist ja gerade so eine riesen Umbruchzeit und dass ja all diese alten Verbindungen, die irgendwie auf ich sage es jetzt mal, Bedürfnisfabrik basierend, das bricht ja alles auseinander. Und da kommen ja, das ist ja irgendwie Partnerschaft, ist ja irgendwie das Themenfeld, wo die eigenen Geschichten alle hochkommen. Und durch dieses, die sind ja so eng verbunden, Partner, dass dann eben auch durch dieses Band energetisch die Frau manchmal die Themen für den Mann mit abarbeitet und der so gar nicht in die Chance kommt. Also dadurch, weil das wie so eine Art Filter dazwischen, seine eigenen Themen zu fühlen und wahrzunehmen. Und das kann auch was total Befreiendes haben. Und das kann sein, dass dann, also, dass da kommt dann Klarheit rein auch. Ja. Guck mal, Melanie schreibt noch vielen Dank dafür, Melanie. Kapitulieren ist aufgeben. Also dieses Wort kapitulieren hat, das ist dann nur, ich habe dieses Reh noch davor, aber Ein Reh ist wieder, genau. das Reh macht es dann anders als Wiederholung, aber kapitulieren, also ich bin nicht ganz falsch mit Nee, die Kapitulation, genau. Kapitulation, ne? Also dieses Gefühl von, das hat was mit aufgeben oder sich ergeben zu tun, ist nicht ganz falsch. Durch das Reh bekommt es dann aber eine andere Bedeutung. Okay, vielen Dank, Melanie, aber es hilft mir nochmal, warum trotzdem dieses Ja. Bild von aufgeben irgendwie da drin war oder sich ergeben. Und das für, ja, das, also es bleibt, Ja, mich an. Okay. und wie viele Frauen haben ja, ohne dass sie sich dessen bewusst sind, so ein Gefühl von während des Sex von ausgeliefert sein. Also auch da sind ja ganz viele Themen und so eine gesunde, geheilte Sexualität haben ja, würde ich jetzt einfach mal behaupten, gar nicht so viele Frauen. Das stimmt, ja. Also, und das ist ja dann auch eine Form von Kapitulieren, wenn ich dann während des Sex irgendwie Teile davon rausfliegen, sozusagen wegswitchen und irgendwo schweben, damit sie nicht ganz im Körper sind, dann ist es ja auch eine Form von wirklich aufgeben. Und die Rekapitulation ist es ja dann da, die ja aus der, für mich ist es, fühlt sich auch ein bisschen so an, aus der eigenen Ohnmacht wieder in die eigene Macht oder so Kraft hineinzukommen. Auch das würde in der Form absolut Sinn ergeben, ne? Ja. Das fühlt sich auch sehr,
würde sich auch sehr, sehr stimmig Ja. anfühlen. Ja, bei irgendeinem Bezug, denke ich, muss das Wort Kapitulation Ja. haben, auf jeden Fall in dem Sinne. Und es ist so traurig, wenn du das sagst, ne, dass viele Frauen tatsächlich sich in ihrer Sexualität nicht so stimmig fühlen, nicht so wohl fühlen und tatsächlich auch dieses Gefühl von ausgeliefert sein erleben. Das ist einfach schlimm. Das Das ist stimmt. einfach schlimm. Und ich finde es schön, dass es hier mit auf jeden Fall eine Möglichkeit gibt, dass man sich da ja wieder rausholen kann, wenn es passiert, ne, aber dass es nicht so bleiben muss, dass man es verändern kann und dass man energetisch sich da auch anders aufstellen kann. Das finde ich eine sehr, 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 ja, fast ein bisschen eine tröstende Geschichte auch. Okay, wenn das passiert, dann ist das traurig, dann ist das nicht schön, aber man muss daran nicht verzweifeln und muss nicht drin hängen bleiben. Ja, und ich bin auch überzeugt davon, dass es möglich ist, wirklich alles herauszulösen aus dem System und das quasi komplett neu zu programmieren. Super, sehr, sehr cool, sehr, sehr schön. Und letztendlich die Zeitqualität oder die Zeit, in der wir gerade leben, die hilft uns ja dabei, auch sowas zu unterstützen. Und da ist ja, man kann da jetzt immer irgendwie, ja, das ist anstrengend und das ist auch schmerzhaft an vielen Stellen, aber es ist letztendlich auch eine Riesenchance. Geschenk auch, finde ich. Ja, genau, eine Riesenchance, da irgendwie da wirklich jetzt ranzukommen an die Themen und die dann einfach auszulösen. Sehr, sehr schön. Ich habe gehört, du hast ein Workbook, du machst eine Gruppe, du machst einen Kurs dazu. Ich glaube, du bist gerade ganz viel mit diesem Thema unter anderem auch unterwegs, Frauen zu begleiten. Wenn das jetzt jemand sieht hier, wo muss der sich hinwenden? Was kann der machen? Den Link setzen wir nachher noch mit rein oder kannst du auch selber mit runtersetzen? Genau. Was kann er sonst machen, wenn er sagt, Mensch, das hat mich gerade angesprochen oder ich habe da aber noch Fragen, die ich jetzt hier vielleicht nicht stellen möchte? Manchmal Mir einfach eine Nachricht schicken also am besten tatsächlich über mein Privatprofil, die sehe ich direkt. Das geht auch über meine Seite. Da kann ich nur das Vehikel über den Computer gehen. Irgendwie zeigt es mir das auf meinem Handy nicht an oder eine E-Mail schicken. Aber hier über Messenger bin ich erreichbar. Super, okay. Das total gerne. Das soll für heute erstmal genug sein, oder? Haben wir Ich was sehe, vergessen? du hast noch ganz viele Fragen. Jetzt tatsächlich nicht mehr, aber die hatte ich. Okay, So, die hatte ich. Ich hatte das, also 2, 3 Stunden habe ich das noch nicht gemacht. Ich habe das mal an einem so gut. an einem Morgen gemacht und war da aber eher wohlig mit Genau. unterwegs so und hatte so das Gefühl, ich habe das schon gemacht. Ich habe es nicht so genannt oder ich habe das nicht in der Form, aber ich habe das ähnlich gemacht, wo ich so dachte, ich bin da ganz gut mit mir unterwegs. Das ist So. ja auch schön, das ist ja auch schön für sich, so dann nochmal das Gefühl und das Feedback zu kriegen. Alles Oder? andere hätte mich überrascht, wäre aber willkommen gewesen, ne? Also hätte was anderes kommen dürfen. Hätte mich überrascht, weil so mein Gefühl ist in mir, ich habe das ganz gut schon gemacht und habe da ganz gut schon auch gereinigt. Aber nichtsdestotrotz hätte ja sein. Und genau, und darum geht es ja. Also ich habe auch von einer, die mich dann angeschrieben hat und gefragt hat, und sie sagte dann, okay, jetzt hat sich ein vages Gefühl, was sie immer hatte, aber nie einordnen konnte und dem sie nicht vertraut hat, bestätigt. Also es ist letztendlich auch eine Form von, kannst deine Intuition schulen und wirklich lernen, drauf zu vertrauen und dann auf die Art eine Bestätigung zu kriegen. In der Richtung und aber auch in der anderen Richtung. Ich hatte so das Gefühl, dass ich, also in dem Moment, wo ich das gemacht habe, wo ich dachte, okay, das ist nochmal, ich gebe mal den Sachen, die sich vielleicht noch nicht zeigen wollten oder durften, nochmal die Erlaubnis. Ne? Ich habe dann so in mich so reingespült und habe gesagt, okay, wenn vielleicht irgendeiner noch da ist, der, wo ich es vergessen habe oder wo ich noch nicht dem so die Plattform gegeben habe, dem Anteil, ne? Der kann sich zeigen jetzt. Alles ist willkommen. Also das ist eine Einladung zu, hey, wenn da noch was ist gerade, was noch hochkommen möchte, darf das jetzt passieren. Das ist alles willkommen. Also das ist meine Art, wenn ich das mache, hey, dann darf Ja, ich es jetzt zeigen. Und allein genau. das ist ja schon schön, ne? Das stimmt. Da wirklich mal dem zu ergeben. Vielleicht passt das auch gut, ne? Ich ergebe mich mal. Ja. Komme immer wieder hin. Aber ich ergebe mich mal so wirklich meinen Ja. Gefühlen und den Anteilen und wiederhole das und so. Das finde ich eine sehr schlaue Herangehensweise. Das passt sehr gut gerade. Das ist gerade sehr stimmig.
Genau, weil diese solchen Räumen lassen wir ja im Alltag nur wenig Platz. Das stimmt. Super. Okay, Jessica, für heute soll das gewesen sein. Vielen, vielen lieben Dank. Habe ich irgendwas nicht Danke. gefragt? Habe ich irgendwas nicht gefragt, wo du sagst, das wäre aber noch ganz wichtig, was du sagen möchtest? Nö, fällt mir gerade nichts ein. Alles gut. Okay. Also, wenn Leute Fragen haben, können sie die auch immer noch gerne stellen, auf jeden Fall. Und ich sage vielen Dank auch für die Zuschauer hier. Melanie, vielen Dank nochmal fürs Ich Fragen. auch, danke. Antoni, das kann ich leider nicht lesen. Spanisch, glaube ich. Ich kann auch kein Spanisch. Kann es leider nicht lesen, aber ich wünsche einen schönen Tag. So. Okay, Lieben. So, jetzt habe ich das Dilemma, wie gehe ich denn aus dem Zoom wieder raus, wenn ich hier unten drin bin? Ach, das ist ja spannend. Also ich sage schon mal Tschüss, ihr Lieben, und Ich gucke, sag auch Tschüss. wie ich das hier aber jetzt beende. Ah, da geht's anhalten. Okay, ihr Lieben, habt einen schönen Tag. Tschüss.